Guten Morgen, auf in den neuen Tag. Es ist Dienstag und Tina steht oder liegt und krabbelt vor dem Bett herum. Geburtstag heute keiner. Am Donnerstag hat jemand Geburtstag, genau. Was haben wir denn jetzt hier? Fortune Teller. Ich will das gerne mal sehen. Ich will ja immer noch eine Hasenpfote haben. Ich habe die Hoffnung übrigens aufgegeben, dass ich noch eine kriege, aber naja. Erneut, ja, okay. Dann werde ich auf jeden Fall keine kriegen. Mario, kriegst du mal ein Eis von mir? Da, so, das Schwert wollte ich auswählen. Oh ja, Honig. Und da ist alles bewässert, aber da natürlich nicht. Ja, genau. Wegen... Warum denn da nicht? Ja, da soll die Hütte hin. Und hinter der Hütte wird da nichts mehr. Ja. Dann wird da nichts mehr, richtig. Ja, okay, ist dann so. Macht ja nichts. Ich sammle mal hier ein bisschen was ein. Oh, Moment. Das soll aber mal weg hier. Das Holz hier. So, alles eingesammelt. Sehr gut. Ah, nee, das da noch nicht. So, hier, das da. Nee, aber da sind diese kleinen Bäumchen. Die will ich weghaben. Ja, und ich weiß, ich muss mich um das Vieh kümmern. So, dann nochmal mit der Sense hier quer durch. Und ich will die Hütte haben. Ja, das geht eigentlich so ganz gut. Wenn wir immer ein bisschen Heu abschlagen. Ach, da stand ein Hühnchen. Ja, deswegen. Okay. So, dann bin ich jetzt schon mal auf dem Weg hier zum Großvieh. Ich will aber erst zum Kleinvieh hier gehen in die Hütte. Boah, aber viele Eier haben wir heute. Ja, und keine Hasenpfote. Aber das war ja schon klar. Wenn wir kein Glück haben, wenn das schon im... Hallo? Achso, das Inventar ist wieder voll, oder? Ja, das Inventar ist schon wieder voll. Mensch, was habe ich denn da auch alles drin? Hier, wir tauschen mal dies und jenes hier. Dann kann ich schon mal 3 Eier da reinpacken. So, das ist auch ein Entenei. Warum wird das denn nicht aufgenommen? Und ein großes Ei. Ja, komm, das hauen wir jetzt alles in die Kiste. Oder in die Geschenkekiste. Und wir müssen uns heute auch wieder um Geschenke kümmern. Ja, alles der Reihe nach. Wir haben jetzt uns erstmal um die Land... Oh, Moment. Ja, ich kann ja nicht aufnehmen. Um die Landwirtschaft gekümmert. Geht eben alles, nicht alles auf einmal. So, das kommt mal weg hier. Die Ziegenmilch, ja, die will ich ja da reinpacken dann. Die Früchte, ja, die... Nee, die kann ich ja auf... Ja, komm, die kann ich jetzt auch weghauen. Ne? Große Milch. Hier, da, diese Dinge, ja, die können weg. 9-mal Holz. Komm, das verkaufe ich jetzt. Ja, und was noch? Den Rest will ich mal behalten. Aber das hier kann weg. Das ist ja noch nicht mal mit Sternchen. Das ist zwar sicherlich sehr lecker, aber... Ja. Okay, gut. Dann wisst ihr was. Ich will jetzt einfach mal... Das Großvieh muss einfach noch mal warten. Ich will jetzt diese Hütte haben. Die drängelt mich jetzt die ganze Zeit schon. Ich wollte sie ja gestern schon haben, aber da wurde es ja nichts draus, weil ich zu spät war. Der Magier macht seinen Turm um 11 Uhr zu. Und das wusste ich nicht mehr. Ich hab's gestern schon gesagt. Ja, ich wusste das mal. Ich hab's mal irgendwo gelesen. War mir aber nur, dann nicht so wichtig, weil ich sonst immer, wenn ich zum Magier ging, da rein konnte. Das war eben immer vor 11 Uhr. Und ja, deswegen hatte ich da nie Schwierigkeiten. So, aber jetzt sind wir hier und können diese Hütte bauen. Bauen. So, und zwar soll sie genau hierhin. Jawohl, da entsteht sie. Gut, das war's auch schon. Och, wir sagen mal guten Tag zum Magier. Was, ich vertraue dir genug, dass du in meinen Keller darfst. Behandle alles, was du da findest, mit Respekt. Aber klar doch, mache ich doch immer. So, aber da will ich ja jetzt nicht hin. So, wir werden wieder... Hallo, aufsitzen und dann zurück. Wir müssen uns ja noch um das Großvieh kümmern und erstmal wieder Inventar ausleeren, weil ich ja noch diese Steine und dann die restlichen Fasern habe. Ja, und dann zum Großvieh und dann gehen wir mal wieder auf Geschenketour. Irgendwie macht mir das Spaß. Das ist auch eigentlich, sonst waren wir immer in der Mine unterwegs oder haben dies oder jenes gemacht. Und so sind wir eben mal jetzt auf Geschenketour seit einiger Zeit. Ja gut, warum auch nicht, ne? Also das hier weg und da noch die Fasern.
Ja, genau, das war alles. Okay, gut. Ach ja, dann noch dieser Wein. Okay. Und eine Trüffel haben wir da. So. Ach ja, und die Dinger kann ich ja auch wieder befüllen, richtig. Alles der Reihe nach. So, Inventar ausleeren. Dies hier. Ach ja, die Ziegenmilch. Ja, genau. Die kommt jetzt gleich in den Dingsbums. Oh, da wächst ja schon was. Da geht schon was auf. Hier, da oder dort. Ha, schön. Und da sind noch keine Junimo eingezogen, so wie es aussieht. Kann man da nur immer eine Hütte haben? Waren wir jetzt beim kleinen Vieh schon? Ja, das sieht so aus. Und wir haben auch gleich... Ah, das tut noch. Ja, lassen wir das für morgen. Die sind recht schnell fertig. Okay, dann lassen wir das vierte jetzt auch da dran. So, ja, ich bin ja schon da. Schaut mich doch nicht immer so vorwurfsvoll an. So, ich pack mal das erst hier rein, so. Hier komme ich ja schon mit dem großen Eimer. So. Und benutze mal wieder die verkehrte Maustaste. So, Ach ja, die eine Ziege, die hat sich doch gestern noch ausgesperrt. Wieso ist die jetzt da? Ja, weiß ich nicht. Okay, die beiden Ziegen habe ich jetzt auf jeden Fall durch. So, und hier ist noch eine Kuh, die wir noch nicht haben. Gemolken haben, meine ich natürlich. Okay, so. Einmal wieder weg. Und, ja, Käse einsammeln. Die drei. Nein, nicht trinken, sondern da reinstecken. Und da haben wir noch eine Ziegenmilch, genau, richtig. Da war ja noch was. Und den Rest lassen wir... Was ist das hier? Normaler Käse. Oh. Okay. Der kommt in die Verkaufskiste. So, jetzt mache ich euch auf, damit ich herauskomme. Es ist ja immerhin schon Mittag. Oh ja, da ist noch eine Trüffel. Nehme ich gleich mit. So, dann werden wir jetzt... Ach so, die Dinge noch befüllen da. Ach, das auch noch. Ich will aber jetzt auch auf Geschenketour gehen. Ja, das kann ich heute Abend noch machen. So, Trüffel weg. Der Käse weg. Ja, und dann würde ich sagen, sammeln wir noch mal ein paar Sachen ein. Zum Beispiel das hier und, Moment mal, die silbernen Eier packe ich jetzt mal weg hier. Und nehme nur die goldenen mit. Da noch eine Milch, da noch eine Milch und. Was haben wir denn noch? Oh ja, die sind immer beliebt hier. Daffodil, ebenso. Da haben wir so viele silberne Eier, das ist ja unglaublich. Hier, da ist noch ein goldenes. Das nehme ich mit, Quarz ist auch sinnvoll. Ja, und dann nehme ich noch mal das damit. Ach, da haben wir noch Kokosnuss. Oh, da haben wir eine silberne und ach so. Ja, okay, alles klar. Ja, Käse ist auch nicht verkehrt. Und, Kirschen. Oder nee, diese hier und die Kirschen. Moment, ich habe da und da, dann kommen die ganz weg. So, die werden einfach verkauft. So, rauf aufs Pferdchen. Und dann mal ab in die Stadt. Wir können jetzt erstmal bei Pam vorbeischauen, die ja da gleich am Bus steht. Jetzt muss ich schauen, was Pam denn gerne mag. So, wo haben wir denn meine Liste? Hier ist sie. Pam, Früchte, Milch und Daffodil. Komm, hier, Milch. Okay, eine Milch für dich. Das, nein, nicht trinken, sondern hier das einsammeln. Und da ist ja noch was. Und da war auch was. Hier, gleich mitnehmen. Aufsitzen. So. Ich glaube, diese Blümchen, die ich da gerade eingesammelt habe, die mag, hier, wie heißt die noch? Sandy mag die wohl ganz gerne. Da, hier ist noch eins. So, und da haben wir schon den ersten Kandidaten. Ach so, das ist aber Kent. Wie sieht es denn überhaupt aus hier mit unserer Sache? Da will ich ja aufhören bei den zwei Herzchen. Bei George kann ich ruhig weitermachen. Bei Pierre, Penny, Vincent. Oh, der Vincent hat Geburtstag. In dieser Woche. Oder nee, das war gar nicht Vincent. Nein, 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 das war seine Schwester, glaube ich. Ich glaube, das ist seine Schwester. Ja, also wir können ja bei nahezu allen noch was machen. Aber einige haben wir schon. Die haben schon ein Sternchen. Das finde ich gut. Das haben wir gestern, vorgestern am Sonntag. Was gemacht. Aber Hayley zum Beispiel, da war noch nichts. Aber sie ist nicht da und sonst ist da auch niemand da. Schade.
und aber hier, Shane, Moment mal. Für Shane habe ich das Brötchen hier. Schau mal, Shane, ich habe da was für dich. Wie ver... Was? Garbage? Ich habe dir doch versprochen, dass du so ein Brötchen kriegst und du wolltest auch eins haben. Jetzt beschwer dich mal nicht, Shane. Ihr habt mir das Rezept gegeben und mich danach gefragt, ob ich jemand auch mal eins mache. Wisst ihr das noch? Also ich schon. Also den genauen Wortlaut weiß ich jetzt natürlich auch nicht mehr, aber so ungefähr war das. Ja, Shane, dann hast du jetzt eben Pech gehabt. Dann gehe ich zu Krobus. So, was mochte Krobus denn noch? Na gut, immerhin habe ich jetzt Shane das Brötchen gegeben. Naja. Ah, Void-Ei, genau, der mochte Void-Eier. Da habe ich eins für ihn. Flipp. Hier, der mag auch Diamanten, aber mit Diamanten will ich ein bisschen geizig sein. Ich habe ja nicht mehr so viele. Aber es war gut, dass ich dieses Kristallarium da angeworfen habe und dass ich da Diamanten reingemacht habe. Aber Amethysten, zuvor hatte ich, glaube ich, Amethysten drin. Ja, ich meine schon. Das war natürlich auch nicht verkehrt. Ach, guck mal, da ist ja Haley. Und da geschieht was. Was macht sie denn da? Sie ist auf jeden Fall traurig. Und das passt ja wohl nicht. Oh, Larry, komm her, schnell. Ja, ich komme ja schon. Moment, hier, da. Mein Bracelet, also meine Halskette ist verloren. Ich weiß, dass ich sie hatte, als ich hier war. Aber jetzt ist sie weg und ich kann sie nirgendwo finden. Ja, dann lass uns doch mal suchen. Ich weiß aber nicht wo. Also ich werde niemals eine andere finden, die so ist wie diese. Ja, beruhig dich. Also ich gehe jetzt mal die Optionen durch. Beruhig dich. Ich kaufe dir eine neue. Oh, nee. I'm really sorry. Warum soll ich dir eine neue kaufen? Nee, also... wieso ist da nicht die Option, dass wir gemeinsam suchen gehen? Das macht doch Sinn. Ja gut, ich mach das hier, weil das wohl am besten ist. Aber... no, you won't. Ah, Mist, das war das Verkehrte. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Finde ich aber gut, die Reaktion. So, nein, wirst du nicht. Ja, diese Halskette wurde mir vererbt von meiner Urgroßmutter, sagt man im Deutschen. Urgroßmutter. Ja, das konnte ich doch auch nicht wissen. Hättest du mal vorher sagen sollen. Tut mir leid, Urgroßmutter. Ich habe deine wertvolle Halskette verloren. Bitte vergib mir. Ja, vielleicht finden wir die noch. Kutschev droppt mir bei. Also hätte sie irgendwo in der Nähe verloren können. Hätte es sein können, dass sie irgendwo in der Nähe verloren hat? Ja, das hätte sein können. Dann schaue ich doch mal. Nö, das kann ich nicht mitnehmen. Moment mal. Wir werden die doch finden. Oder muss ich da... Ich kann leider nicht so schnell gehen jetzt. Also hier sehe ich das nicht. Das ist bestimmt hier irgendwo. Oder am Steg oder so. Ich gehe das mal alles ab. Nochmal ein bisschen weiter nach rechts. Obwohl es meistens eigentlich eher so nach links ist. Oh, der ist was Grünes. Ist das... Hat das was zu bedeuten? Aber ich kann auch auf mein Inventar nicht zugreifen. Also wird das wohl... Ah, da hinten, da ist was. Moment mal, da ist sie doch. Ja, vielleicht war das doch nicht die verkehrteste Antwort, die ich vorhin gegeben habe. Es waren nur zwei Möglichkeiten da. Naja, so, schau mal, ich hab doch was für dich. Ich hab da was gefunden. Ist das? Du hast sie gefunden. Na klar, ich habe sie auch gesucht. Ja, vielen, vielen Dank, Larion. Du bist ein Lebensretter. Ach, naja, ein Lebensretter weiß ich nicht so recht, aber auf jeden Fall habe ich das gerne gemacht. Ich werde nicht vergessen, was du hier für mich getan hast. Naja, wie gesagt, ich habe es doch gerne gemacht. So, ach, das war aber ein schönes Dings hier. Ich meine, ich finde es nicht so sinnvoll, sich so in so einer Halskette festzumachen, aber okay. So, wen haben wir jetzt hier? Lea. Moment, ich muss mal eben schauen. Lea. Ah ja, Ziegenkäse. Oh, Ziegenkäse. Habe ich doch auch hier.
So, vielleicht muss ich auch nochmal Ziegenkäse probieren, aber ich glaube, ich habe das mal gemacht und es war fürchterlich. So, und das ist, Sam. Kaktus und Eier. Kaktus haben wir hier. Einen Kaktus für dich, lieber Sam. Ja, schön. So, ich wollte eigentlich auch noch zu Willi schauen. Und da drüben, ja, da liegt was. Ach, wir müssen auch noch angeln. Oh ja, richtig, genau. Hier den legendären Fisch hier da im Watt rechts. Den kriegt man jederzeit. Und die anderen beiden, den Oktopus kriegt man auch im Meer. Und den anderen im Waldfluss, aber nur vormittags. Da ist Willi. Okay. Nee, ich wollte absteigen. So, was mag Willi denn gerne? Diamant, Kürbis, Goldbarren? Okay, habe ich jetzt aber nicht mit. Quarz. Wo haben wir denn die Diamanten? 11 Stück. Ja. Ja, komm, er kriegt nochmal einen Diamanten. Er kriegt ziemlich viele Diamanten. Ja. Ich hoffe, dass er das auch zu schätzen weiß. Also er weiß es zu schätzen, aber ob ich damit jetzt ein Maximum raushole, weiß ich nicht. Steht aber auf meiner Liste ganz vorne, oder? Ja, genau, dann müsste es das auch sein. Ja, wie stehen wir denn zu Willi gerade? Das war ja nicht so gut. Das war noch nie so besonders gut, aber ist jetzt erst in der letzten Zeit hier mit 3 Herzchen, ja. Ja, schade. Und mit Elliot, da habe ich es immer wieder verkackt. Ich habe ihm immer wieder was Verkehrtes geschenkt. Ah, das tut mir so leid. Aber ja. Ja, was soll's. Okay. Nutzt alles nichts. Wie ist mit Bürgermeister? Ist der zu Hause? Das könnte ja sein. Ich habe ja noch eine Blaubeere für ihn. Der ist zu Hause. Guten Abend. Oh ja, tatsächlich, es ist ja schon Abend. Schau mal, lieber Bürgermeister, ich habe eine Beere für dich. Ja, schön. So, da haben wir wieder einen Platz im Inventar leer. Und da kommt Elliot. Elliot mag gerne Früchte, nicht wahr? Außer Salmonberry. Ja, okay, die will ich ihm auch nicht schenken. Haben wir denn irgendwas? Grape, Blackberry, also die zwei würde er mögen. Ja, ich habe jetzt leider nichts Goldenes. Dann nehmen wir mal die. Ah nee, Moment, da Vincent mochte die. Nee, dann kriegst du jetzt eine Blackberry. Oder die hier, Orange. Nee, aber irgendjemand mochte auch gerne Orangen. Dann hebe ich dich auf. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war. So, jetzt, ach so, hier. Diese. Ach so, ich. Aber nee, eine hat er doch jetzt gekriegt. Ja, manchmal macht die Maus dann irgendwie selbstständig zweimal. Das, ja, und das Spiel zählt aber nur einmal und beim zweiten Mal kommt dann die Meldung. Das ist aber auch alles in Ordnung. So, es ist schon spät. Ich glaube nicht, dass wir noch... Ah, da ist Penny. Aber ich glaube, bei Penny muss ich auch nichts mehr machen. Aber ich mag Penny. Poppy Diamantmilch, dann kriegt sie eine Milch. Aber nur eine silberne. Dafür eine große. So, Moment mal, warte mal, Penny, warte. Warte mal, so, okay, gut. Und da kommt Clint, aber Clint ist sowieso schon unser dicker Freund. Auch wenn er beim Kleiderfest, oder wie das war, bei der Kleidertherapie, wieder mal enttäuscht wurde. Aber er ist selber schuld. Ah, der arme Clint. Ich frage mich, ob man da bei dem Spiel wirklich irgendwie was machen kann, dass es funktioniert. Aber wahrscheinlich nicht. Also, wie sieht's aus jetzt hier? Da kann ich wahrscheinlich nicht mehr ins Haus, aber vielleicht ist da noch jemand unterwegs. Ja, hier, Sebastian, er mag Void-Eier, aber da habe ich jetzt gerade keins mehr mit, weil ich das andere dem Krobus geschenkt habe. Aber was mag er denn noch? Gefrorene Träne und Quarz. Quarz habe ich mit. Ja, da kriegt er jetzt einen Quarz. So, im Moment, da lang. So, einen Quarz für dich, Sebastian. Ja, okay. Die Begeisterung hält sich ein wenig in Grenzen, aber egal. Ja, ich glaube, achso, wir könnten nochmal in die Kneipe gehen. Und dann dürfte unsere Geschenketour ja auch ein bisschen zu Ende sein jetzt. Weil die Leute nicht mehr da sind. Die sind alle zu Hause und dann wollen sie keine mehr reinlassen. Finde ich irgendwie doof, aber irgendwie ja auch gar nicht so verkehrt. Aber ich finde, dass man zumindest da oben im Haus, hier bei den Schwiegereltern, dass sie da zu jeder Tages- und Nachtzeit rein können sollte, das wäre doch sinnvoll. Nun ja, wen haben wir denn hier? Pam haben wir heute schon was gegeben und dann, ach Shane, ja, Shane leider auch. Also leider, eigentlich ja, war es ja schön, aber er mochte das nicht. Ach ja, Gas war das mit den Orangen, oder? Genau, Gas kriegt eine Orange. So. Bitteschön, eine für dich. Ja.
Ja, sprachlos. So, wie sieht's mit Emily aus? Oder die Blauhaarige ist doch Emily. Emily, ja. Da könnten wir noch... Emily... Moment, das kann ich ja hier nicht sehen. Amethyst. Tuch und Wolle. Ah ja, genau, haben wir Tuch und Wolle. Haben wir doch, aber jetzt nicht mit. Und Amethyst haben wir nur 3. Oh nein. Sie kriegt aber jetzt einen. So, einen Amethyst. Haben wir denn noch hier jemanden? Pam hat schon was bekommen. Clint ist sowieso schon ein dicker Kumpel von uns. Und weiter rechts, da ist wohl auch niemand außer Shane. Aber Shane habe ich heute auch schon was geschenkt. Nur leider das Verkehrte. So, ja. Wie sieht es gerade bei Shane aus? Also bis hier sieht es ganz gut aus. Bei Harvey, Emily mache ich jetzt nichts mehr. Bei George, oh ja. Pierre. Bei Penny kann ich diese Woche gar nichts mehr machen. Ja, Vincent, Gus, ja. Aber bei Gus habe ich auch schon 2 Geschenke, aber Caroline noch nicht. Und Robin auch noch nicht. Evelyn nur 1. Aber das sieht aber alles schon ziemlich gut aus hier. Beim Bürgermeister sieht es auch recht gut aus. Sandy mittlerweile auch. Marnie, Jas auch, ja. Mhm. Bei Hayley wird das ja auch langsam was. Oh ja, und Lea und Sebastian hatten wir schon 2-mal. Okay, okay. Aber Linus und Alex, Shane, ja gut, das war halt, war einmal schon. Die beiden haben wir schon. Und Abby. Ja. Ja, okay, dann würde ich sagen, ist unwahrscheinlich, dass wir die anderen noch treffen. Ich bin ja versucht, noch ans Meer zu gehen und zu angeln, aber nee, jetzt ist es zu spät. Ich kann heute mal ein bisschen früher ins Bett gehen. Oh, da brennt jetzt Licht in der Hütte. Ah, das ist gut. So, ja, ich hätte es eigentlich da auch hinreiten. Ach, da habe ich auch noch was zu machen. Okay, ja, das ist ja gut. Dann mache ich das. So, hier wieder zu. So, das hier mal weg. Ja, dann kann ich ja noch was da reinstopfen in diese Dinger. Da haben wir ja noch was. Ja, Zeit haben wir ja sowieso noch. Das mal weg. Was kann da jetzt rein? Oh, schau mal, was da in der Frühjahrskiste ist. Kale. Ja, komm, packen wir doch mal den Grünkohl da hinein. Haben wir hier noch was? Den Mais. Oh, da haben wir noch Blaubeeren. Oh, das ist ja cool. Die packe ich gleich ein. Für den Bürgermeister. Und, ja, komm, hier. Mais. Damit kriegen wir das Ding schon voll. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir das machen, wo wir was reinstecken. Erstmal das hier so. Die Blaubeeren bleiben hier unten. Und was habe ich... Ach, das kann auch weg hier, die Muschel. Was habe ich jetzt gerade noch eingesteckt? Ach, hier, da. Den Grünkohl. So. Mal schauen, was ich da machen kann. Kann ich den Mais... Ja, den kann ich da reinstecken. Okay. Und den Grünkohl kann ich... Den kann ich da auch reinstecken. Okay, gut. Ja, dann mache ich das doch mal. Mal schauen, was dabei... Nein, nicht essen, sondern... Da rein. Nein. Okay. So. Ja, komm. Die letzten 3 Grünkohl-Dinge auch noch. Und den Rest machen wir... Nein. Mit Mais voll. Okay. Aber wenn wir schon hier sind und auch noch Zeit haben, was ja der Fall ist, dann schauen wir doch gleich mal hier noch mit rein. Eine wilde Pflaume haben wir gefunden. Sehr schön. Und, wie sieht's im Gewächshaus aus? Ja, ja, es wird spät, ich weiß schon. Ich gehe gleich ins Bett. Ich wollte heute ein bisschen früher ins Bett gehen, aber da wird wieder nichts draus. So, hier. Ein paar Kaffeebohnen kann ich ernten. Und diese auch noch und diese noch. So, ja. Dann gehe ich aber jetzt ins Bett. Das Inventar ist sowieso komplett voll. Gut, also ab ins Bett. Naja, dann heute doch wieder nicht so früh. Aber ja, egal. So, ab ins Bett. So, hinein da. Shoot, we have a baby. Nö. 1 reicht. Wir haben ja sonst auch noch jede Menge zu tun. Astronomie und Technik und Forschung. Und Landwirtschaft, ach, und hast du nicht gesehen, was noch alles...